Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Hallo ihr Lieben, ich habe mich jetzt dagegen entschieden, alles in ein Video reinzupacken. Deswegen nicht wundern, ich sehe genauso wie beim Backen in dem anderen Video, aber ich werde das Kochen und Backen trennen, sonst wird das unendlich langes Video. Ne? Also ich will jetzt auf jeden Fall schon, obwohl es gerade mal 4 Uhr ist, das Abendessen machen und zwar im Instant Pot. Also in diesem großen Gerät da. Da. Ich werde sowas ähnliches wie Ratatouille machen. Denke ich mal. Also auf jeden Fall eine Gemüsesuppe, Gemüseeintopf oder so. Und deswegen werde ich aber jetzt schon anschmeißen. Ich gebe da rein das hier. Ein bisschen Omega-3-Basilikumöl. Und mach schon mal an, weil das erstmal ja alles ein bisschen anbraten und vorheizen muss. Und der Deckel bleibt weg. So, jetzt ist das an und heizt erstmal vor und ich schneide die Zwiebeln vor, denn ich werde die im Nicer Dicer klein machen. Genau wie das alle andere Gemüse. Ich habe hier 2 Paprikas. Die aus dem Garten, die Aubergine, Zucchini war das, das ist die Aubergine, genau. Die muss nämlich weg, 2 Möhren und dann ein bisschen Kartoffeln. Ich überlege gerade, was ich noch alles da reinpacken kann. Muss ich gleich im Kühlschrank nachgucken, was alles noch drin liegt. Ja, es ist immer noch richtig heiß, es ist immer noch Donnerstag, vor Raphaels Geburtstag. Und in der Küche habe ich gerade 3 verschiedene Sachen gebacken. Und mir läuft die Suppe einfach nur noch runter. Ach ja, der Knoblauch. Genau, 13 Knoblauch habe ich auch noch. So, und jetzt geht der Krach hier erstmal. So, fertig. Zwiebel und Knoblauch sind fertig. Und da ich 2 Behälter habe, ist es schon mal ganz praktisch. Die Zwiebeln kommen erstmal ein bisschen beiseite und ich reibe erstmal die Möhren. Ach ja, das Öl ist jetzt schon heiß. Ich gebe jetzt ganz einfach mal die Zwiebeln und den Knoblauch schon mal rein. Und lasse das Ganze kurz anrösten. So, und die Kartoffeln müssen auch geschnitten werden, weil die kommen nach den Zwiebeln und Möhren gleich als nächstes dran in den Topf rein und dann erst der Rest. So sieht das jetzt aus. Und jetzt packe ich die Möhren mit rein. Die dürfen ein bisschen auch mit anbraten. So, und jetzt schneide ich alles andere für den Nicer Dicer vor. Da ich weiß, dass die Zucchini wirklich mehr als nur Bio ist, aus dem eigenen Garten, da kam nichts, keine Chemie dran, habe ich die jetzt nur abgewaschen und lasse die Schale dran. Die aus dem Laden, die schäle ich meistens. Und die Zucchini und Aubergine mache ich ein bisschen größer als die Zwiebeln. So,
Jetzt kommt einfach die Kartoffel alle rein. So, und hier habe ich jetzt die Zucchini und die Aubergine drin. Und jetzt noch die Paprika. So, und jetzt packe ich schon mal auch wirklich alles andere rein. Also die Zucchini und die Aubergine. Ja, guckt mal, was in dem Set, was ich letztens gezeigt habe, weil ich dabei war. Ja, und die Paprika gebe ich jetzt auch noch dazu. Und jetzt habe ich hier eine Dose passierte Tomaten. Und Wasser. Und ich gebe noch mehr Wasser rein. Und dann die klare Suppe. Und ich habe mich entschieden, noch ein paar Erbsen reinzugeben. Und ein paar davon. Zuckerschoten. Schneide ich eine Handvoll jetzt einfach mal klein. So, jetzt habe ich es mal ausgemacht, das Programm. So, die Zuckerschotten wandern auch jetzt rein. Und dann habe ich hier Tomatenmark. Und Wasser ein bisschen. Das verrühre ich erstmal. Und dann kommt der Tomatenmark auch noch ein bisschen dazu. Einmal umrühren. Und jetzt probiere ich. Die Brühe reicht natürlich nicht aus. Auf jeden Fall kommt noch Pfeffer rein. Salz. Ein bisschen Dill. Und Thymian. Und so sieht es aus. Und jetzt mache ich einfach den Deckel wieder drauf. Das macht so schöne Geräusche. Und dann, ich möchte Suppe machen und ich denke mal, 30 Minuten werden nicht reichen. Nein, ohne Zeit. Minuten. Ich denke, das wird reichen. Ja. Und jetzt ist das an. Und ich brauche nichts mehr zu machen. So, ihr Lieben, ich habe noch einiges zu erledigen. Auch auf jeden Fall hier das Schlachtfeld aufzuräumen. Dekorieren muss ich auch noch. Und einkaufen muss ich auch noch. Deswegen kocht heute dieses Schätzchen für mich. Und ich kann beruhigt wegfahren. Und dann, wenn es fertig ist, dann zeige ich euch, wie es aussieht. So. Die Suppe ist fertig. Das ist jetzt Gemüseeintopf geworden. Ich zeige es euch. So sieht es aus. Ja, die Suppe ist fertig. Ich bin es noch lange nicht. Ich muss noch hier einiges machen.
Deswegen hoffe ich, ihr seht es mir nach. Ich werde jetzt keinen Teller zeigen. Ich mache nachher ein Foto, wenn wir essen. Und dann stelle ich es einfach hinten ran, weil ich noch einiges zu erledigen habe. Wir sind vor kurzem erst nach Hause gekommen. Wir waren, wie ich vorher gesagt habe, mussten wir einkaufen für morgen. Und ja, jetzt werden wir ganz schnell essen und dann geht's für mich weiter. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Und wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.